Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Und heute geht es einmal um die Neuigkeiten oder um die News des Jahres 2020, was uns da alles an Automobilneuheiten im Bereich der Elektromobilität erwartet. Also seid gespannt und bleibt dran. Bis gleich. Den Anfang macht heute ein Auto, wo sehr viele Leute von begeistert sind, was das Design anbelangt, was das Auto als solches von der Größe her anbelangt, Gebrauchsradius, sage ich mal, das Einsatzgebiet, wo man ihn für verwenden kann. Da ist es ein total super Auto und die Rede ist hier vom Honda e. Designtechnisch finde ich das Auto absolut geil. Besonders das Interieur gefällt mir sehr gut mit diesem wunderbaren, neu gestylten Armaturenbrett. Woran man sich wahrscheinlich erstmal gewöhnen muss, sind diese komischen digitalen Spiegel, die es jetzt gibt. Also wo halt Kameras, die nach hinten gerichtet sind, außen am Fahrzeug montiert sind und die normalen optischen Spiegel halt ersetzen und dafür die Bilder halt auf kleine Monitore links und rechts vom Armaturenbrett wiedergeben. Das ist mit Sicherheit eine Geschmackssache und mit Sicherheit ist es auch ein Punkt, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss, weil so etwas hatten wir noch nicht, weil wir gucken jetzt nicht mehr durch die Scheibe durch nach außen, sondern bleiben halt vom Blick her gesehen im Fahrzeug drin, um zu sehen, was draußen los ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es doch nicht ganz so leicht ist, sich dran zu gewöhnen. Doch gehen wir erstmal weiter mit ein paar Daten. Die Preise stehen ja schon fest. Die liegen ohne Förderung wohlgemerkt bei 33.850 Euro und bei 36.850 Euro. Das sind die beiden Varianten. Die eine Variante hat einen 100 kW Motor drin und die andere Variante einen 113 kW Motor. Die Reichweite wird angegeben so mit ca. 220 Kilometer. Ja, preislich her gesehen ist das auch die Spitze sozusagen, weil verglichen dazu ist halt ein Mini Cooper SE, zu dem wir später auch noch kommen werden, fast schon ein Schnäppchen. Ja, ausgeliefert werden soll das Fahrzeug an Kunden in Deutschland, Norwegen, Frankreich und Großbritannien. Die sollen im Sommer 2020 ihre Autos schon erhalten können. Gehen wir weiter zu den neuen Drillingen, nenne ich sie mal. Wobei es gibt heute, glaube ich, einige Drillinge mehr. Na gut, ist ja egal. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Seat Mii Electric. Ja, es gibt halt, wie ich schon gesagt habe, drei Stück. Es gibt den Seat, den Skoda und den VW. Alle drei sind halt sozusagen basierend auf den E-Up von VW und jetzt fängt halt mal der Seat fängt an als günstigste Einstiegsvariante, wobei ich halt die Preise noch nicht miteinander vergleichen konnte, was jetzt halt die Ausstattung im Detail anbelangt. Es kann schon sein, dass der Seat im Endeffekt vielleicht sogar etwas teurer ist oder in Anführungsstrichen billiger ausgestattet ist wie die VW-Variante oder aber wie der Skoda. Und von daher ist das halt nur erstmal so ein Anhaltspunkt, wo man sagen kann, okay, es ist halt der günstigste Einstieg, der Basispreis mit 20.650 Euro. Wenn wir da jetzt mal weiter gucken, der Skoda kostet 20.950 und der VW E-Up 21.975 Euro in der Einstiegsvariante. So, kommen wir jetzt mal zu den Daten, die alle drei Varianten gleich haben, weil da ändert sich nämlich nichts. Das ist die Leistung des Motors mit 61 kW bzw. 83 PS, eine Reichweite von 260 Kilometer. Der Sprint von 0 auf 100 soll in 3,9 Sekunden stattfinden und die Ladezeit auf 80% gerechnet soll in 60 Minuten geschehen. Der Stromverbrauch wird angegeben mit 12,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer.
ja, den Marktstart für kommendes Jahr plant, in insgesamt 14 Ländern. Neben Deutschland sind dies noch Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Belgien, die Niederlande, die Schweiz, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und Polen. Und da kommen wir jetzt auch schon zum Škoda, nicht weil Polen, nein, der kommt ja aus Tschechien. Der Basispreis des Citigo EiV, ich weiß jetzt leider nicht, was dieses EiV jetzt bedeuten soll, elektrisch im Vehikel oder so, keine Ahnung. Der Basispreis fängt hier halt, wie schon erwähnt, bei 20.950 Euro an mit der Förderung, die es da gibt. Wäre man dann bei 16.570 Euro. Motorisierung, wie oben auch schon erwähnt, 61 kW, 83 PS, 210 Newtonmeter Drehmoment, 12,3 Sekunden von 0 auf 100 und Reichweite 260 Kilometer. 14,5 bis 14,8 Kilowattstunden Verbrauch soll er haben von 0, auf 100 Kilometer und die Reichweite halt, wie schon erwähnt, so um die 220 Kilometer. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Lader. Das ist ein Typ 2 Lader, der onboard verbaut ist mit 7,2 kW Leistung und da soll er 4 Stunden und 15 Minuten brauchen von 0 bis 80%. Wenn es schneller gehen soll, dann schafft er es auch in einer Stunde bis 80%, nämlich mit einem CCS-Anschluss und 40 Kilowatt Gleichstromlader. Jetzt gehen wir zu dem VW e ab. Den hatte ich auch schon erwähnt. Der fängt mit einem Basispreis von 21.950 Euro an. Es gibt eine staatliche Förderung von 2.000 Euro und der Hersteller gibt nochmal 2.380 Euro dazu. Da wären wir dann bei einem Einstiegspreis von 17.595 Euro. Ja, serienmäßig soll der E ab eine Klimaanlage, DAB-Radio, Bluetooth-Schnittstelle, Spurhalteassistent sowie die Maps and More-App enthalten. Ja, darüber können unter anderem das Laden über das Smartphone gesteuert werden, sowie ebenfalls serienmäßig die Standklimatisierung aktiviert werden. Auf die Batterie gewährt VW eine Garantie von 8 Jahren oder 160 Kilometer. Ja, die Leistung hatten wir auch schon gehabt. Die Reichweite mit rund, ja, 260 Kilometer wird hier angegeben. Die Batteriekapazität ist nochmal interessant. Brutto 36,8 Kilowattstunden und netto 32,3 Kilowattstunden. Ja, die anderen Zahlen hatten wir schon gehabt. Dann kommen wir jetzt noch zu dem so lang ersehnten und erwarteten VW-Modell, nämlich den ID3. Da gab es ja schon sehr viele Videoberichte drüber, wie das Fahrzeug aussieht. Und ich finde ihn wirklich optisch sehr gut gelungen. Also besser wie die Studie, die man vorher vor 2 Jahren mal gezeigt hat. Die hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber jetzt das Modell, so wie es fertig ist, gefällt mir schon sehr gut. Wobei ich sagen muss, der Seat Elborn, wie er heißt, der ist ja das Schwestermodell davon. Das ist momentan noch eine seriennahe Studie. Aber wenn der wirklich so kommt, dann gefällt er mir optisch ein bisschen besser wie der VW i3. Aber das ist halt, wie gesagt, Geschmackssache. Neu wird übrigens auch sein, weil ich es gerade erwähnt habe, dass der VW i3 und der Seat Elborn zusammen von einem Band laufen und von daher halt auch, wie nennt sich das jetzt, eine Mehrmarkenproduktion stattfindet. So, jetzt aber weiter mit dem i3 oder ID3, Entschuldigung, ich will es ja nicht verwechseln. Der Preis der First Edition fängt bei 40.000 Euro an. Die Leistungen der Batterie, da gibt es drei verschiedene Größen, nämlich 45, 58 und 77 Kilowattstunden. Die Reichweite je nach Akkugröße 330 Kilometer, 420 Kilometer oder 550 Kilometer. Wobei die First Edition wiederum einen 58 Kilowattstunden Akku mit einer Reichweite von 420 Kilometern hat. Ja, die Ladeleistung 30 Minuten reichen für 290 WLTP Kilometer bzw. 200 Kilometer Autobahnfahrt. Die Länge 4,26 Meter und die Breite 1,80 Meter. Damit soll er im Golfformat liegen.
Ja, es gibt dann halt auch wieder die ganzen netten Sicherheitsfeatures wie Spurhalteassistent, Bremsassistent mit Fußgängererkennung. Und ja, auch die Preise für die anderen Versionen nach der Sonderedition nennt VW übrigens noch nicht, also nach der First Edition. Da müssen wir noch ein Weilchen warten, bis dann die Preisliste freigegeben wird. Und die First Edition des ID.3 soll Mitte 2020 ausgeliefert werden. Und ich habe jetzt nur so die drei Ausstattungsvarianten, die es denn gibt: den ID.3 Pur, den ID.3 Pro und den ID.3 Pro S. Ob das jetzt eine sportliche Variante wird oder nicht, wird sie noch zeigen lassen. Jedenfalls eine Leistung von 150 kW mit einem maximalen Drehmoment von 310 Newtonmeter. Höchstgeschwindigkeit ist abgeregelt bei 160 Stundenkilometer. Reichweiten habe ich schon angegeben. Und Akkus habe ich auch schon genannt. Interessant ist noch, je nach Ausstattungsvariante, also Motor- und Akkupaket, gibt es unterschiedliche Ladeleistungen. Und zwar bei DC ist in der Grundausstattung ein 50 kW CCS-Laden möglich. Gegen Aufpreis sind es 100. In der mittleren Ausstattung ist es dann sogar serienmäßig mit 100 kW CCS zu laden. Und bei der Top-Ausstattung sind es 150 kW Ladeleistung. Die Ladeleistung für AC ist übrigens mit 7,2 kW angegeben, zweiphasig für die Grundausstattung und 11 kW für die mittlere und für die höhere Ausstattungsvariante. So, jetzt kommen wir weiter zum nächsten Drilling, würde ich sagen. Ja, es gibt tatsächlich zwei Drillinge, die wir jetzt haben. Naja, da ist ordentlich was los demnächst auf den Straßen. Kommen wir nämlich zum PSA-Konzern. Der hat ja auch jetzt vor einiger Zeit Opel übernommen und damit haben wir jetzt halt auch den Opel e-Corsa, der auf derselben Plattform wie der Peugeot e208 und der Citroën DS3 basiert. Alle drei haben sie halt die gleiche Bodengruppe sozusagen, die gleiche Antriebstechnik, die gleichen Akkupakete drin. Somit wird das jetzt auch wieder etwas kürzer hier. Ja, bleiben wir beim Opel e-Corsa, der ja wirklich optisch sehr gut gelungen ist. Halt kein Experimentalfahrzeug darstellt, sondern wirklich ein Auto, wie man es hier in Deutschland beispielsweise gewohnt ist, so ein Brot- und Butterauto. Das muss nach Auto aussehen, muss funktionieren und muss auch fahren wie ein Auto. Und da ist der e-Corsa genau der richtige. Die First Edition kostet übrigens 32.900 € und ansonsten gibt es das Fahrzeug ab einem Preis von 29.900 €. Und dann gibt es halt so Ausstattungspakete, da kann man sich dann halt mal durchgucken. Preislisten gibt es irgendwie schon bei Opel, die kann man sich da gerne mal anschauen. Batteriegröße ist bei allen Fahrzeugen 50 Kilowattstunden. Das sind 216 Batteriezellen in 18 Modulen. Die Reichweite wird nach WLTP mit 330 Kilometer angegeben. Ja, das DC-Laden in 30 Minuten mit CCS bis 80%. Da scheint momentan wirklich so ja, eine Maßlinie zu sein, dass alle Hersteller jetzt immer bis 80% aufladen, weil sie wahrscheinlich von den anderen Herstellern mitbekommen haben, dass man eigentlich einen Akku so idealerweise zwischen 20 und 80% lässt oder fährt, um ihn dann halt schnell wieder aufzuladen, weil alles, was unter 20% ist und alles, was über 80% ist, braucht unwahrscheinlich viel Zeit beim Laden. Deswegen erspart man sich das jetzt hier wahrscheinlich. Ja, die Reichweite hatte ich schon, Laden hatte ich auch. AC-Laden habe ich noch vergessen, 11 Kilowattstunden Onboard-Lader hat er. Motorleistung 100 kW, also 136 PS und ein Drehmoment von 260 Newtonmeter. Beschleunigung von 0 auf 50 in 2,8 Sekunden und 0 auf 100 in 8,1 Sekunden. Dann können wir gleich weitergehen zu dem zweiten Modell, dem Peugeot E208. Der sieht ja wirklich cool aus. Auch innen drin vom Armaturenbrett gefällt er mir sehr gut. So mit diesen Kippschaltern, die er da vorne dran hat. Wirklich super.
Und der fängt an, preislich bei 30.450 Euro. Er hat auch die 50 Kilowattstunden Batterie drin mit einer Reichweite von 330 Kilometer WLTP. Ladeleistung auch 30 Minuten DC und ein 11 kW Onboard-Lader hat da. Motor 100 kW gleich 136 PS mit 260 Newtonmeter Drehmoment. Da ist es gleich. Auch die Beschleunigung ist gleich angegeben. Also da sehen wir schon mal, dass es sich eigentlich so vom Aufbau her um die gleichen Fahrzeuge zu handeln scheint. Nur halt vom Styling her sind sie unterschiedlich. So, beim Citroën DS3 gelten auch die Angaben jetzt vorab erstmal, die ich oben jetzt schon für die beiden anderen Modelle, also für den Opel und den Peugeot gemacht habe. Da wird sich sehr wahrscheinlich nichts weiter ändern. Vielleicht ein paar Abweichungen noch, wenn die ein extravaganteres Design wählen, was nicht so aerodynamisch ist und einen höheren Verbrauch hat. Ansonsten dürfte sich da nicht viel dran ändern. Kommen wir jetzt zu dem Auto, wo ich sage, es ist erwachsen geworden. Ja, welches Auto kann das sein? Ja, es ist nichts anderes als die Renault Zoe ZE50. Genau, ZE50, jetzt hat sie halt einen Akku mit 52 Kilowattstunden Kapazität, was halt die Bezeichnung 50 von sich gibt. Das Fahrzeug hat ja außen wie innen einen Facelift bekommen. Außen, wie gesagt, finde ich, wirkt er jetzt erwachsener, nicht mehr so verspielt, nicht mehr wie so ein Stück Seife abgelutscht, sondern hat auch ein paar Designmerkmale drin, die ich wirklich sehr interessant finde. Und ja, innen drin mit der neuen, mit dem neuen Armaturenbrett, mit den neuen Instrumententräger und dem Mitteldisplay, der Mittelkonsole mit dem Gangwahlhebel. Ich finde, das Auto ist einfach genial geworden, also gefällt mir sehr gut. Und ich bin mal drauf gespannt, wenn ich das erste Mal drin sitze, wie sich der denn so anfühlt. Ja, preislich fängt Renault jetzt mit der Zoe bei 23.900 Euro plus Batteriemiete an. Wir haben dann noch die beiden Varianten R100, das ist halt die 40 Kilowattstunden Variante mit 24.900 Euro und die neue Variante ZE50, das ist dann halt der R135, der fängt preislich bei 25.900 Euro an. Das Topmodell Intense mit R135 Motor fängt mit Akkumiete bei 27.900 Euro an und inklusive Akku bei 35.990 Euro, also noch zusätzlich eurem Schnickschnack, den ihr da vielleicht noch ankleben oder einbauen lasst. Übrigens gibt es da dann auch eine Anhängerkupplung für, nur mal so am Rande erwähnt. Ja, wenn ihr die Batterie kaufen wollt, dann spielt es übrigens keine Rolle, ob ihr jetzt die 40 kW Batterie kaufen wollt oder die 50 kW Batterie. Die kosten beide jeweils 8.090 Euro. Ja, die Batteriegröße bei dem neuen ZE50 habe ich ja schon erwähnt, 52 Kilowattstunden. Die Reichweite damit sind 390 Kilometer nach WLTP, also schon eine ganze Menge. Die Motorisierung hatte ich auch schon erwähnt, den Preis auch. Drehmoment ist noch interessant, 245 Newtonmeter. Renault gibt eine Garantie von 8 Jahren bzw. 160.000 Kilometer. Kommen wir zu der Ladeleistung. Ladeleistung AC, bekannt mit Typ 2 und 22 kW, das bleibt so erhalten. Neu jedoch ist jetzt, dass der Wagen über CCS verfügt und darüber mit 50 kW laden kann. Ja, die maximale Geschwindigkeit ist gedrosselt auf 140 Stundenkilometer. Weiter geht es jetzt mit einem Fahrzeug, was uns schon seit ewigen Jahren auf den Straßen begegnet und jetzt voll elektrisch kommt. Ja, gemeint ist der Mini Cooper SE. Hier zu Preisen von ab 32.500 Euro. Motorleistung 135 kW. Das sind 184 PS. Ein Drehmoment 270 Newtonmeter von 0 auf 100 in 7,3 Sekunden. Batteriegröße 32,6 Kilowattstunden. Und geladen wird das Auto AC mit einem 11 kW Lader in 2 Stunden auf 80% bzw. DC mit CCS bis zu 50 kW in 35 Minuten auf 80 kW. 80% wollte ich sagen.
Verbrauchen tut das Fahrzeug auch was, nämlich zwischen 14,8 und 16,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das würde wiederum für eine Reichweite von ungefähr 200 Kilometer sprechen im Schnitt. BMW bzw. Mini gibt die Reichweite mit 235 bis 270 Kilometer an. Also lassen wir uns mal überraschen, was da tatsächlich bei rauskommt. Und die Geschwindigkeit ist hier abgeregelt beim Mini bei 150 Stundenkilometer. Jetzt möchte ich euch etwas vorstellen, beziehungsweise ihr habt es vielleicht auch schon gesehen. Bei Buzzing Dansai konntet ihr es neulich mal betrachten. Ihr hattet schon Probe gefahren, das Iridium Wohnmobil. Das ist ja endlich mal ein Wohnmobil, was voll elektrisch fährt. Ja, sofern ihr die Kohle habt. Momentan kostet das Ding mit einem Messepreis, war er angegeben von der Düsseldorfer Caravan-Messe oder Caravan-Salon, heißt der, glaube ich sogar, mit 159.900 €. Also Tesla oder Wohnmobil, das könnt ihr euch denn mal überlegen, was ihr lieber mögt. Ja, der Akku ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku. Und den gibt es in zweierlei Leistungsstufen, nämlich einmal in 86 Kilowattstunden und in 108 Kilowattstunden, also Akkukapazität. Geladen wird das Fahrzeug über Typ 2 mit 22 kW bzw. CCS mit 100 kW. Motorleistung, das sind einmal 105 kW, 143 PS bei dem mit einem Drehmoment von 650 Newtonmeter und 140 kW bzw. 190 PS bei 730 Newtonmeter. Das Gewicht ist in drei Klassen aufgeteilt, hat etwas mit den Führerscheinen zu tun, je nachdem, welchen Führerschein ihr habt, ob ihr einen neuen Führerschein habt oder noch den alten Dreierführerschein. Da gibt es dann halt zu beachten, dass es das Fahrzeug in 4000 Kilogramm, 4250 Kilogramm oder 4800 Kilogramm Zulassungsstufen gibt. Ja, die Reichweite wird von Iridium angegeben mit 400 Kilometer und das für ein Wohnmobil, das ist vollkommen ausreichend. Leute, die mit einem Wohnmobil auf Reisen unterwegs sind, die hetzen nicht von zu Hause zum Urlaubsziel, sondern die ganze Strecke ist schon der Urlaub. Das heißt, sie fahren am Tag mitunter nur so 200-300 Kilometer und dann suchen sie den nächsten Campingplatz auf oder den nächsten Stellplatz, wo sie mit ihrem Wohnmobil übernachten können, vielleicht eine Sightseeing-Tour durch die nächste Altstadt machen können. Wie auch immer, für die reicht das vollkommen aus. So, da wären wir jetzt schon durch mit dem Iridium Wohnmobil und wie gesagt, ich finde das richtig klasse. Wer Näheres darüber erfahren möchte, der kann da mal auf die Seite gehen. Ich werde die mal unten einblenden, sofern ich es nicht wieder vergesse. Jetzt kommen wir zu einem Auto, was gerade in Belgien erst Europapremiere hatte, beziehungsweise halt vorgestellt wurde, was aber in Großbritannien schon längst vorgestellt wurde, wovon ich total begeistert bin. Das ist wieder eine alte Automarke wieder zu beleben, die jetzt seit 15 Jahren ungefähr kein Auto mehr auf den Markt gebracht hat. Die letzten Fahrzeuge stehen, glaube ich, immer noch auf den Produktionsbändern in einer verlassenen Produktionshalle. Ja, und die Rede ist von nichts anderem als den MG ZS EV. Ja, das soll laut MG selbst ein SUV sein. Er wird verglichen von MG mit den Hyundai Kona Electric und ist ein voll elektrisches SUV. Wobei, ist das ein SUV oder nicht? Also er hat keinen Allradantrieb, nur Frontantrieb. Reicht auch vollkommen aus. Ich würde mal ganz einfach sagen, es ist ein bequem ein- und auszusteigendes Fahrzeug. SUV, weiß ich nicht, würde eher sagen, es ist so ein Crossover. Weil wenn er mit dem Kona verglichen werden kann, dann kann er auch mit dem Kia e-Soul verglichen werden. Und ich würde beide Fahrzeuge nicht als SUV darstellen. Auch wenn das vielleicht einige Leute gerne so sehen, weil sie halt sagen, alles was hochbeinig ist, ist ein SUV. Aber nee, würde ich in dem Fall mal nicht machen. Ja, fangen wir mal an mit den Preisen. Der ist jetzt eingepreist worden und grundsätzlich gelten diese Preise für ganz Europa. Nämlich 29.900 € für das Einstiegsmodell und 31.990 €, Entschuldigung, also 2.000 € mehr
für das Topmodell. Ja, bezeichnet werden sie mit Komfort und Luxury. Hier hat halt MG gesagt, wir machen Preise für ganz Europa. Wenn ihr jetzt in Norwegen oder in Schweden beispielsweise seid, wo ihr noch Kronen habt, definitiv wurde gesagt, dass halt in Norwegen die Einstiegsvariante 299.900 norwegische Kronen kostet und die Top-Version 319.900 Kronen. Also mal 10. Das gleiche wird wahrscheinlich auch für Schweden, für die schwedischen Kronen gelten. Was bietet das Fahrzeug noch? Das Fahrzeug bietet eine ganze Menge. Es bietet nämlich einen 44,5 Kilowattstunden Thermalmanagement kontrollierten Akku. Also er hat eine Wasserkühlung oder eine Flüssigkeitskühlung und hat Wärmepads drin, so wenn ich das richtig verstanden habe, die halt den Akku aufwärmen bzw. kühlen. Die Leistung des Motors liegt bei 105 kW, das sind ungefähr 143 PS mit einem Drehmoment von 353 Newtonmeter. Die Reichweite wird kombiniert angegeben mit 260 Kilometer, da würde ich aber ein bisschen vorsichtig sein. Und der Verbrauch soll ungefähr zwischen 12,8 und 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer liegen. Hier jedoch nach den NEFZ-Wert. Ja, geladen wird das Fahrzeug wieder von 0 bis 80, da haben wir wieder die 80%, in 40 Minuten bei 50 Kilowatt CCS und mit 7 kW Onboard-Lader in 7 Stunden mit dem Typ 2. Ja, einen Nachteil hat jetzt das Fahrzeug, es hat keine Wärmepumpe. Ja, aber das soll ja nicht weiter stören, wenn das Auto wirklich so genial ist. Man muss sich mal überlegen. Also ich erzähle erstmal weiter und dann gibt es noch ein kleines Rechenbeispiel. Der Verkaufsstart fängt jetzt an im vierten Quartal 2019 in den Niederlanden und in Norwegen. Folgen sollen dann nächstes Jahr als zweiter Schritt sozusagen Schweden, Dänemark, Frankreich, Deutschland und Belgien. Ja, dieses Jahr sollen noch nach Europa 4.500 Stück kommen, die halt auf Niederlande und Norwegen aufgeteilt werden. Jetzt könnte man überlegen, wo die meisten hingehen. Vielleicht bleiben ja noch ein paar über, das nächstes Jahr dann gleich irgendwie so nach den Silvesterknallereien. Die ersten nach Deutschland kommen, also wäre ja vielleicht mal so ganz interessant. Ja, Garantie gibt es übrigens auch, 5 Jahre oder 150.000 Kilometer, beziehungsweise 8 Jahre haben wir auch bei 150.000 Kilometer für den Akku und 10 Jahre auf die Karosserie gegen Durchrostung. Das sind schon mal ein paar Ansagen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den dieses Auto so interessant macht, denn er ist komplett ausgestattet. Schon für die 29.900 Euro ist das Auto, ja, also bis auf einigen kleinen Luxus-Schnickschnack, komplett ausgestattet, denn MG nennt das Sicherheitspaket erstmal MG Pilot. Und da haben wir halt drin einen Notbremsassistenten, der halt bis zu einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 Stundenkilometer umgerechnet von den 12 Meilen pro Stunde das Fahrzeug mit einer Notbremsung zum Stillstand bringt. Alles, was darüber ist an Geschwindigkeit, soll es halt helfen, den Aufprall zu minimieren. Ja, das kann jetzt gut oder schlecht sein, je nachdem. Ja, dann gibt es noch den Spurhalteassistenten, den Spurverlassenswarner. Jetzt muss ich überlegen. Den adaptiven Tempomaten gibt es auch noch. Dann den Spurwechselassistenten, habe ich ja schon gesagt, der halt in Verbindung mit den Totwinkelwarner sozusagen davor warnt, wenn ihr jetzt die Spur zum Überholen wechseln wollt und da ist aber gerade von hinten einer am Ankommen, dass er da nicht rausfahrt. Ja, was haben wir noch? Die meisten Daten habe ich euch jetzt schon gegeben. Jetzt muss ich ganz kurz blättern. Ja, wir haben jetzt hier mal so als Vergleich die Maße habe ich hier noch. Er hat eine Länge von 4,31 Meter, eine Weite ohne Spiegel 1,80 Meter mit Spiegel 2,05 Meter. Er hat eine Höhe von
1,64 Meter, die Spurweite 2,57 Meter oder den Radstand vielmehr, Entschuldigung, der Radstand 2,57 Meter und die Spur hat er vorne 1,53 Meter und hinten 1,54 Meter. Und ein Wendekreis, das ist ja in England immer so ganz beliebt, dass man mal schnell wenden kann, 11,20 Meter. Ja, das Fahrzeug verfügt über ein 8 Zoll Farbdisplay, so wie das ja jetzt üblich ist, so in der Mitte halt, ne? Also, ja, ihr wisst schon wo. Und also 8 Zoll Touchscreen Monitor mit Apple CarPlay und Android Auto mit DAB Radio und Satellitennavigation. Und ja, oh Wunder, wir kennen das Ding ja schon von früheren Verbrennern, ob das jetzt Jaguar ist oder Land Rover, Range Rover, wie auch immer. Oder aber wir gehen jetzt einfach mal zu Kia und schauen uns da um. Da haben wir den Gangwahlschalter. Das ist jetzt auch ein Drehknopf. Und ich finde, er ist da wirklich sehr gut platziert und hat optisch gesehen gibt es ein ja, sattes Gesamtbild sozusagen von der Mittelkonsole mit den ganzen Schaltern davor und dahinter. Ja, das Fahrzeug wird angegeben, dass es die beste Innenraumgröße hat in seiner Klasse. Und ja, da braucht es auch nicht viel. Ich würde das ja mal vergleichen mit den Kia e-Soul. Das haben die, glaube ich, nicht gemacht. Wenn sie den MG jetzt verglichen haben mit dem Hyundai Kona, da braucht man nicht viel für. Der ist innen drin so eng. Im Vergleich, sage ich jetzt mal, zum e-Soul. Müsste man halt mal vergleichen. Die Zahlen, die kann ich gerne nochmal hier mit einblenden, dass ihr die nochmal seht. Es gibt noch Unterschiede zwischen dem Einstiegspaket und dem etwas luxuriösen, sage ich mal. Das sind dann aber so Sachen wie, dass der jetzt irgendwie 6 Lautsprecher drin hat statt 4 und halt einen 3D-Soundeffekt dadurch erzeugen kann und dass er eine ja, eine Rückfahrkamera vielmehr auch hat. Und ja, das ist eigentlich so, ja, die Top-Version hat dann noch Ledersitze, elektrisch verstellbar und die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar, anklappbar, beheizbar und in Wagenfarbe lackiert bei der Top-Version. Die Rücksitzbank ist bei beiden Varianten übrigens 60-40 teilbar und die Vordersitze verfügen über eine Sitzheizung. Dann hat der MG ZSEV noch 3 Fahrmodi, nämlich Eco, Normal und Sport. Wen wundert's? Haben sie eigentlich fast alle. Ihr könnt dann auch noch die Lenkung einstellen, haben andere Fahrzeuge nicht mehr. Ich denke da nur mal so an den Kia Soul EV, da konnte man das machen, dass man das Lenkrad von der Festigkeit, also die Lenkung jetzt halt einstellen konnte, ob sie leicht drehen soll oder etwas schwerer oder sportlich halt. Und das bietet der MG halt weiterhin an. Und da gibt es halt Urban, also City, Normal und Dynamic. Ja, noch eine interessante Sache gibt es auch noch. Das Fahrzeug wird von MG als sehr leicht beworben, weil sie halt auch den Akku sehr leicht gebaut haben mit einem Aluminium-Koffer ringsherum. Und sie geben halt ein Gewicht an, Leergewicht von 1500 bzw. 1539 Kilogramm, je nach Ausstattungsvariante. Und das Gesamtgewicht mit 1966. Was ich aber bisher gesehen habe und gehört habe, sind die Leute, die das Fahrzeug bis jetzt in Großbritannien Probe gefahren sind, eigentlich im Grunde begeistert. Teilweise haben sie dann halt gesagt, okay, also ohne Wärmepumpe möchte ich das Fahrzeug nicht haben. Andere haben gesagt, das ist ein Auto, dafür würde ich glatt mal einen Verbrenner hergeben. Er hat 3 Stufen der Rekuperation, man nennt sie hier 1, 2 und 3. Ach nein. Ja, dann haben die Fahrzeuge natürlich noch den ganzen Schnickschnack, den wir schon so kennen, wie Fensterheber und sowas alles. Ja, und ich wollte jetzt noch eins erzählen zu dem MG ZSEV. Für einen Einstiegspreis von 29.990 €, was er auch in Deutschland kosten soll, wenn sich jetzt die Preise nicht noch irgendwie verändern werden nach der
Launch Edition oder First Edition, wie auch immer, wenn halt die 4500 Stück erstmal auf die Niederlanden und Norwegen aufgeteilt wurden. Danach kommen ja dann halt auch welche nach Deutschland. Also ab nächstes Jahr, erstes Quartal, soll es ja losgehen. Da ist halt das Interessante jetzt, wenn ich mir das Ganze angucke, 29.980 Euro, da fällt mir wieder KD ein. Ich produziere ja Geld für die Kunden, wenn man das mal so sagen darf. Ich kümmere mich um die Förderung, Fördergelder, was es so alles gibt. Genau. Er ist die Gelddruckmaschine sozusagen. Wenn ihr jetzt dieses Auto für, ich sag mal, Differenzpreis 2000 Euro, ich würde ja jetzt sowieso die Top-Variante nehmen, also ne, die 2000 Euro könnt ihr jetzt auch noch nehmen, weil ihr habt die staatliche Förderung, kriegt ihr schon mal 4000 Euro, also sprich 2000 vom Händler, 2000 vom Staat selbst, also vom Papastaat hier, ne, Deutschland. Und wenn ihr in Berlin jetzt noch ein Gewerbe betreibt und das Fahrzeug als Firmenfahrzeug nutzen wollen würdet, beispielsweise, dann würde das halt bedeuten, dass ihr von diesem Kaufpreis, also sagen wir mal rund 32.000 Euro, könnt ihr jetzt 8.000 Euro abziehen und wärt somit dann halt bei, genau, 24.000 Euro. Muss ich da jetzt noch irgendetwas sagen, außer ran an die Buletten sozusagen und vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!